Einer der Hochgeschwindigkeitszüge aus London scheint einen Defekt zu haben und endete die Fahrt hier in Reading. Der Zug muss für Reparaturen zum Old Oak Common geschleppt werden. Wir haben Sie aus Ihrer Pause gerufen, um diese Rettungsfahrt durchzuführen. Eine Class 66 wird gerade aus dem Reading Depot im Westen hierher gebracht. Begeben Sie sich zur Lok, sobald sie hier in der Station ankommt. Alles klar, und damit herzlich willkommen zum letzten Szenario von der Great Western Express Route, nämlich dem Abschleppseil. Wir sind hier, interessant. Also trefflicherweise, besonders zu Bahnsteig 14 begeben, okay. Bevor wir das tun, gucken wir uns hier nochmal ab. Oh, der ist aber da. Ganz gewagt durchgelaufen. Gucken wir uns mal hier kurz so ein bisschen um, ob es hier was gibt. Aber den Rest des Weges. Okay, wir nehmen einfach die Treppen. Gehen wir dann einfach so und ignorieren das Ganze. Dass wir eventuell irgendwo hier noch welche von den Sammelobjekten haben. Sieht aber alles irgendwie gleich aus, ohne Sammelobjekten und so weiter und so fort. Was? Ach, jetzt müssen wir uns da bewegen, okay. Ich hoffe mal, dass das Ganze funktioniert, weil ja irgendwie das mit den ganzen Systemen in letzter Zeit sehr stark rumbuggt. Und das nicht nur in Train Sim World, auch in Train Simulator. Da wollte ich nämlich gerade eigentlich wollte ich in Train Simulator aufnehmen, aber da habe ich jetzt erstmal verschoben. Und eventuell wird die eine Map ohne Zugsicherheitssysteme gefahren, weil einfach, ja, kann man noch so sehr auf SIFA drücken oder SIFA deaktivieren oder betätigen. Es wird aber nicht, also macht halt wenig Sinn. Und ist einfach nur nervig. So, wo sind wir? Bahnsteig 14. Da ist sie ja schon. Was ein Zufall, sie ist gespawnt. Hallo, Kollege. Ach, warten wir darauf, bis wir die angedingst haben. Also möglicherweise gibt es bei der, ich weiß gar nicht, Allgäubahn oder irgendwie sowas, wird dann ohne das Zugsicherheitssystem gefahren, weil... Vielen Dank für Ihre Hilfe bei diesem Einsatz. Ne? Wir müssen diese Lokomotive zum defekten HST fahren und sie ankuppeln. Fahren Sie bis Kennetbridge Loop. Dort erhalten Sie dann eine Zufahrt zur Reading Station. Warum... Da kann auch ruhig dann keine Dings Bridge Loop stehen. So, Moment, Richtungswende auf vorwärts, danke. Hecklichter an. Automatische Bremsen vollständig lösen. Was ich halt wiederum, das macht halt auch wieder gerade, von der Storyline her macht das gerade wenig Sinn, dass wir den Zug aufrüsten müssen, nachdem er hier angekommen ist. Oder ist das nur meine Denkweise gerade? Wir müssen noch... Warum ist denn hier? Glaube ich hier, oder?
Irgendwo, oh Gott, irgendwo hier war's. Oh Gott, warum denn so schnell? Doch, auf der anderen Seite. Oder bin ich wieder blind? Ah, da haben wir AWS. Kein DSD, okay. Doch. Puh. Dann starten wir mal. Dann halten wir mal an Kenneth Bridge Schlaufe. Kenneth Bridge Schlaufe. Eigentlich Loop, aber auch egal. Nicht weit sind es ja jetzt nicht gut. 2 Kilometer bzw. 1,2 Meilen um den Dreh. Oh, zu schnell. So schnell wollte ich gar nicht. Es ist ein bisschen schade, ne? Also ich habe, also gut, das ist voraussichtlich nur bei einer Strecke bisher in Train Simulator. Beziehungsweise bei einem Zug, bei der BR245. Aber schade ist es allemal. Das wird auch nicht so schnell jetzt hinrasen. Die Bremsen waren ganz gut in der Class 66, oder? Ist das eine Class 66? Ich weiß gerade selber nicht mehr. Oder 166? Ne, 66. Oh, jetzt wieder runter damit. Gott, das ist... Ist halt immer unterschiedlich mit dem ganzen Bremsverhalten, ne? Manche halten, haben halt eine Bremsfunktion, die ist immer diese Scheiße von den vermissten Haltetafeln da immer wieder anders. Warum ist das ein rote Signal vor? Und das ist doch grün. Da bin ich blind. Ne, ist rot. Richtungswende auf neutral. Hä? Ja, und jetzt? Bugge hier. Spitzen sie da aus? Warum? Ah, klar, wir drehen. Das macht wiederum Sinn. Das macht wiederum Sinn. Ich weiß zwar nicht, ob wir wirklich so weit hinten rausfahren müssen, um dahin zu gelangen. Aber gut.
Nehmen wir einfach mal so mit. So, Richtungswende ein und auf vorwärts. An und auf Tag. Bremse vollständig lösen. Dann wollen wir mal am Signal am Signal T1685 halten. Aber wir müssen noch warten, da kommt noch ein Gegenzug. Okay, wir dürfen. Ein Highspeed Train. Gleich müssen wir sie so halten. Sind wir schon fast da. Ich meine, wir haben einen Gleiswechsel gemacht. Wir sind ja von dem aktuell jetzt auf rechts, vom rechten Gleis sind wir hier auf das zweite von rechts gegangen, gefahren. Wir müssen ja scheinbar auf diesem bleiben oder so, also eventuell. Oder doch nicht. Sollte man vermutlich gerade eben da hinten fahren, damit wir halt aus dem von der Strecke weg sind, damit wir damit das weiter befahren werden kann. Mit mal ein bisschen mehr in die Eisen. Ah, es ist halt immer wieder unterschiedlich, ne? Mit den ganzen Bremsverhalten. Manche bremsen halt. Mit manchen kannst du prozentual bremsen, mit anderen musst du halt das prozentuale Bremsen dir quasi selber an Prozenten selber herausfinden, was für eine Prozentzahl ist. Schalten wir kontaktieren, fahren Sie mit begrenzter Geschwindigkeit weiter. Das kriegen wir doch, hallo, hin. Was? Vor dem, ach so. Dann lösen wir die Bremsen wieder und fahren gemütlich zum liegen gebliebenen Zug. Während der normale Verkehr an uns vorbeifährt.
Flugzeug, das müssen wir halt vorher halten. Und die Zeit schon andocken. Erstmal schön klassisch in falsche Richtung die Bremse lösen wollen. Da haben wir ihn, den liegen gebliebenen Zug. Vermutlich müssen wir hier vorher halten, damit wir die Klappe da aufmachen können, um andocken zu können. Stellen Sie die Kupplung. Oh Gott. Hä? Warum auch immer das Geräusch kam. Die Kupplung auf. Hallo? Kupplung auf. Backei. Da öffnen wir die Kupplungsachse der anderen Class. Holen das raus. Und perfekt. Und steigen hier wieder ein. Und docken an. Nachdem wir die Bremsen selbstverständlich gelöst haben. Und kuppeln wir an. Perfekt, dann schalten wir auf neutral. Und holen den Richtungswender raus. Spitzensignale auf aus und die auch ausmachen. Was ging sie denn das andere Ende des Zuges und setzten sich auf den Sitzstock für uns? What? Okay. Hallo? Ein bisschen Glück in der Maus. Hecklichter. Parkbremse lösen und Hecklichter. Hecklichter. So. Und wieder zurück. Sie sind angekuppelt und bereit, loszufahren. Fahren Sie rüber nach Old Oak Common, sobald die Signale Ihnen freie Fahrt geben. Das kriegen wir hin. Oh Gott. Ja, 500.000 Benachrichtigungen hier wieder. Hä? Lösen wir nochmal vernünftig und dann was? Old Oak Common um 10.15 Uhr. What? 32 Meilen, alles klar.
kriegen wir hin, let's go. 10 auf 15, holy shit. Dann wollen wir mal los. Gut, dass die Sonne rauskommt, Kappa. Dann haben wir noch eine weite Fahrt vor uns. 32 Meilen. Schauen wir mal wieder ein bisschen höher. Wir die Gleise wechseln. Oh, das ist doch nicht euer Scheiß, ey. Jetzt muss ich jetzt mittendrin die kompletten Monitore wieder vertauschen. Drecksommer. Dann geben wir mal Vollgas. Kann jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir dort ankommen. So, wie der jetzt sieht. Deswegen dauert das so lange, weil wir einfach nicht wirklich vorankommen. Nur gerade Strecke, wir kommen kaum fahren. Das ist einfach nicht so. Gut, wir wechseln jetzt mal das Gleis. Ist doch alles kein Problem. Fahren wir ganz gemütlich dahin. Vielleicht scheint die Sonne ja nicht mehr, wenn wir dann da sind. Ich bezweifle es. Ich bezweifle sehr stark. Gut, die nächsten 25 Minuten wird es in Sonne scheinen, das ist aber schön. Eieieiei. Jetzt geht's auch noch bergauf, ja, läuft. Aber das Schöne ist, man muss halt nichts machen, man kann einfach hier doof in den Sitz schwitzen. Ohne dass man was noch macht, außer ab und an mal DSD bzw. AWS zu aktivieren oder zu betätigen. Mal gucken, ob wir die maximale zugelassene Geschwindigkeit von 75 Miles per Hour noch erreichen. Ich bezweifle sehr stark. Dafür kommen wir nämlich nicht über 40. Ich glaube nicht. 2 Meilen haben wir schon hinter uns.
HSTLs Fahrt zu fahren wäre schon heiß. Wäre deutlich. Oh, wir kommen über 40, krass. Ich bin überrascht. Aber langsam kein Halten mehr hier. Jetzt kommen wir richtig gut voran. Miles/h, nice. Wie gesagt, es wird immer mehr an Geschwindigkeit, das zulegen. Darf ich jetzt nur nicht rote Signale übersehen, falls wir welche haben. Also von der Geschwindigkeit ist es ja fast so gemütlich wie auf dem West Somerset Railway. War das nicht so? War nicht, ist das so? Dip, 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 dip. Ja, hieß so. West Somerset Railway. Ja, kommt dem zumindest nahe. Also, wir sind schneller. Also, glaube ich. Ich glaube, da ist ja so das Maximale so 35 Miles per Hour. Weiß ich schon gar nicht mehr. Lädt aber gerade ziemlich zum Verweilen ein und so weiter und so fort. Hinter uns. Beziehungsweise erst. Ja, schon fast nur so fahren. Passiert ja nichts. Aber Old Oak Common, obwohl er schon mal gewesen ist, weiß ich nicht. Oh, also ich meine, da ich ja gerade so verweilen kann, weil ja nichts passiert und weil wir so langsam sind und wir noch so lange fahren werden, 45 fucking Minuten, ist wahrscheinlich, ich weiß immer noch nicht, ich wollte irgendwas aus der Steam-Bibliothek downloaden. Ich weiß noch nicht mal, was das war. Und das weiß ich schon seit mehr als 24 Stunden nicht mehr. 48 Stunden mittlerweile. Ich habe keine Ahnung, irgendwas war es aber. Irgendwas war es gewesen.
gleich. Oh, noch 26 Meilen. Hä? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Store Page. Warum? Hä? Wird man nicht. Hä? Ich bin bei einem Spiel, geht dann auf die Store Page vom Spiel und geht zur originalen oder zur offiziellen Store Page? Verstehe ich nicht. Nun gut. Oh, kurz vor den 50 Meilen. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Also, egal wie oft ich darüber gehe. Über die Bibliothek. Ich sehe es einfach nicht. Oder ich weiß es einfach nicht mehr. Problem, wenn man so oft durchscrollt. Ich hab keine Ahnung. Es müssen uns mal wieder neu. Nee, doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es da jetzt. Ob es das ist. Mal gucken. Kann ja vom Prinzip her alles sein. Wir kommen ja, also ich bin halt die ganze Zeit überlegen. Also mit Bus Simulator 18, da kommen wir langsam ja auch an ein Ende. Also an Ende, wo wir die komplette Storyline durch haben. Also ich schätze jetzt einfach mal grob, dass wir die Story in 7 Folgen oder so durch haben. Gut, dann müssen wir natürlich noch die Map, aber das Map-Add-on, das machen wir irgendwann mal, wenn da genügend Dings für da ist. Hallo? Alter, what the fuck? Hi. Geht das jetzt? Danke. Genau, wenn da. Ja, ja. Und, ach Gott. Von daher, ich glaube, wie viel kostet das gerade aktuell? 13 Euro, gut. Wenn ich mal 13 Euro dafür übrig habe, wird es dann das Pack noch dazu geben und dann gibt es halt bis 9 Missionen zusätzliche. Sprich dann auch nochmal 9 Folgen. Was ist 9 Folgen? Also ab dann geht es halt auch damit so wie ein bisschen weiter, was man da halt so an einem Maximum angelangt ist. Sag jetzt einfach mal. Also pff. Was für ein Maximum könnte man nehmen? Was weiß ich, pro Woche. Pff. Ich meine, wir verdienen ja gerade schon pro Woche wie viel? Ich weiß es gar nicht. 100.000? Keine Ahnung. Oder 200.000, 300.000? Weiß ich nicht. Je nachdem, wie es aktuell ist, dass man halt, was weiß ich, halt hier die Busse, das Maximum an Bussen, also das mal alle, was weiß ich, 10, naja, es kommt drauf an, wenn man, man kann ja sagen, okay, wir haben halt pro Bushaltestelle haben wir einen Bus oder was auch immer. Pro Route, pro Dingshaltestelle. Auf jeder Route nehmen wir quasi die Haltestellen, die sie haben, und nehmen dann halt, ne, so das Maximum, was geht. Und den besten, also den für die Route bestmöglichen Bus halt jeweils, was weiß ich. Für Old Town wäre es dann beispielsweise kein Gelenkbus, ne?
so gesehen halt an den besten davon und dann halt so full tuned so gesehen, wie es nur geht und das sind halt auf allen Strecken mit dem bestmöglichen Fahrer und wenn wir das haben, dann ist da auch nicht nur temporär ist das dann auf Eis gelegt, sondern ist es halt dann auch, also ist es dann halt auch ab dann so gesehen so lange auf Eis gelegt, bis es halt eine neue Map gibt oder sowas in der Richtung. Und halt für den nächsten möglichen temporären Freeze, sag ich jetzt mal, oder die temporäre Pause, mal ein bisschen über 18, habe ich jetzt eine Idee, was man machen könnte, oder habe ich schon längere eine Idee, was man machen könnte, oder was ich schon mal machen wollte, und dann werden wir es dann einfach ersetzen. Allerdings Fernmuseum-Lade kommt und prinzipiell auch so eventuell überlegen zu machen und zu tun, aber mal gucken. Aber die beiden Spiele waren das nicht welche, die ich downloaden wollte. Um nochmal darauf zurückzukommen. Aber was es war, weiß ich halt leider nicht. Unser Road könnte man auch mal wieder vielleicht mal reingucken. Steuerung mäßig ist es wahrscheinlich noch genauso bescheiden wie vorher. Aber gut. Aber gut. Bei der Second gibt es dafür Mod-Möglichkeiten. Ich meine, Möglichkeiten wird es viele geben dafür. Oder Ideen dafür wird es viele geben. Oh Gott, hallo. Okay, es gibt Modding-Möglichkeiten. Perfekt. Das ist nice. Solche Sachen, gucken wir kurz in den Workshop. Ich wollte kurz sagen, apropos Workshop, aber. Ich habe es doch gesagt, was? Was gibt es da für Möglichkeiten? Da gibt es nur Busse, nichts anderes. Kann gemoddet werden, ernsthaft? Das ist aber schade. Das bietet doch viel mehr Möglichkeiten als nur sowas. Das ist aber schade. Nur Repaint und Other Type. Das ist very sad.
Gott. Was steht hier wieder? 19 Meilen noch, holy shit. Also der Highspeed-Train, der ist halt schon eine Wucht scheinbar. So wie wir jetzt ziehen haben. Auch schon mal komplett alles den Bach runter. Was das bedeutet. Oh Mann. Der Vorteil ist halt wirklich, wir können durchfahren. Wir müssen jetzt nicht irgendwie noch langsamer werden oder was weiß ich. Das Tempo bleibt und es bleibt auch bei Full, ja, voller Leistung. Der ist aber unterwegs. So schnell würde ich auch gern fahren. Komm, ja, wenn ich sowieso schon so viel am Rumgucken bin. Okay. Der Discord-Bot hat das scheinbar gepostet. Voll hat er. YouTube ist auch gepackt.
Was bei Great Western Express mit ein oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Weil wird viele Punkte wird es nicht geben. Das steht schon mal fest. Das ist normal bei Güterzügen. Oder bei Güterzug-Szenarien. Nur ich so das Gefühl, oder fehlen ja die Stromleitungen? Oder soll das gar nicht für Stromleitung sein? Ich bin verwirrt. Gut, so gesehen gibt es ja eigentlich nur Dieselfahrzeuge hier auf der Strecke. Also standardmäßig. Von daher. Da waren es plötzlich nur noch 13 ganze Meilen bis nach Old Oak kommen. Ja, das war nicht geplant. Schön, dass es jetzt regnet. Das ist eigentlich die ganzen Tage, oder Tage. Wird ja einiges heute wirklich geregnet, war gestern schon mal ein bisschen, aber. Heute scheinbar ein bisschen mehr, das ist schon mal gut für die Pflanzen. Oh, come on. Ach ja. Schon ein wenig belastend, dass ich kaum. Nee, was? Moment, ich weiß gar nicht mehr, was ich belastend finde. Okay, hier funktioniert die Store-Page. Bei wurde jetzt gerade eben noch mal nicht funktioniert. Oh, Mann. Welchem Spiel hat es nicht funktioniert? Bei welcher Dings? War das hier? Ne, nee, da war ich ja gar nicht. Da war ich ja gestern schon, das hat ja funktioniert. Waffe? Scheiße. Gut, dass ich es nicht mehr weiß. Das ist jetzt echt belastend. Wo war ich denn gewesen? Ich komme halt echt nicht mehr drauf. War das hier? Scheinbar. Lädt nämlich nichts.
Nun gut, dann halt nicht. Nur noch 10 Meilen, das geht auch. Langsam geht's voran. Geht doch. Oh, 9,9. Jetzt geht es. Sind wir langsam auf dem Endspurt. Gefühlt. Endlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind ja vorhin noch ordentlich Geschwindigkeit, was bergauf geht, oder vermutlich einfach mal, dass wir ordentlich Geschwindigkeit verlieren werden. Ich habe auch die Stromleitung hier. Vielleicht war es sogar keine Strommasten. Das kann natürlich auch sein, die ich gerade eng gesehen habe. Würde in dem Fall sogar Sinn machen, dass es keine waren. Diese Soundbugs-Probleme. Chris, Alter, what the fuck? Ging mir auf den Keks hier gerade alles. Oh, alles geben gerade auf dem Sack, was hier gerade so. Alter. Muss das denn sein? Nein, muss ich nicht. Wartet vermutlich auf uns die Lok. Ach ja. 700 Meilen noch, okay.
habe das Gefühl, ich werde in dieser Folge mehr schneiden, als als es gedauert hat zu aufnehmen. Wir sind jetzt gerade bei 1,7. Also 1:07. Heute müsste ich noch Position 18 aufnehmen. Das, was ihr schon gesehen habt. Bis er schon draußen ist. Belastend. Sachen von morgen kann ich nicht aufnehmen. Wobei, das Video wird vermutlich auch nichts werden, allein wegen der Zeit. Shit. Zu wenig Zeit dafür gehabt, um sie investieren zu können. Belastenderweise. Gib mir die scheiß Festplatte auf den Sack, ne? Hast es bald. Das Bremsen wird gleich interessant. Lange nicht mehr gebremst, das letzte Mal gefühlt von einer Stunde. Wir sollen um 10.15 Uhr halten. Wir sind aber ziemlich früh dran, kann das sein? Boah, das kommt mir einfach nur so vor, kann natürlich auch sein. Ich frage mich aber auch echt. Soweit ich weiß, gibt es vanillamäßig keine E-Lok, die hier fährt. Nichtsdestotrotz ist die Strecke schon elektrifiziert. Also schon. Also die ist elektrifiziert, so. Na, vielleicht kann ich mich zumindest darauf vorbereiten, dass es dann die Tage kommt. Das wird ja nächste Woche dann in dem Fall. Morgen, genau. Mal schauen. Muss ich noch ein bisschen umdisponieren. Reichen mir noch die 50 Miles Power?
wie gesagt, mal Güterzug zu fahren ist halt auch nicht verkehrt, ne? Mit so mehr zu tun, vielleicht auch ein bisschen mehr zu schnacken, weil man halt immer mehr, weil man halt mehr Fehler macht, ne? Mit Dingens, aber gut. So, die gravierendsten Themen mit dem. Eigentlich wollte ich Trains in World. Eigentlich wollte ich gar nicht Trains in World. Eigentlich wollte ich Dings auch nehmen, aber. Das ist auch wieder eine andere Sache. Was mit der Festplatte los ist, weiß ich echt lange mittlerweile nicht mehr. Da war es sogar noch die Mittelalte. Die darauf eigentlich im Gegensatz zu der ehemaligen C, der aktuellen D, eigentlich darauf ausgelegt sein sollte. Wie es halt läuft. Um 1,7 Meilen dürfen wir nur 15 Miles per Hour fahren. Dann lassen wir uns mal ausrollen. Vermutlich wechseln wir das Ganze nochmal auf die rechte Seite oder ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Old Oak Common, daran kann ich mich zero erinnern. Ich meine, wir sind ja sehr früh dran, ne? Wir haben die Zeit, auch uns hier ausrollen zu lassen. Geschwindigkeit werden wir erreichen, vielleicht sogar ohne zu bremsen. Mal schauen. Also, wir werden es definitiv erreichen. Wir müssen auch noch mal ein bisschen Gas geben, damit wir nicht ganz stehen bleiben. Das machen wir nicht gerade. Wir stehen fast. Gut, der Highspeed Train, der ist natürlich auch wirklich lang, ne? Ist schon fast klar, dass man da nicht so sonderlich viel Geschwindigkeit drauf hat. Rechts von uns haben wir scheinbar die Reparaturhalle. Müssen wir hier wahrscheinlich gleich in den Rückwärts reinschieben oder so. Keine Ahnung, werden wir sehen. So. Den Rest können wir rollen.
Sofern wir nicht zum Stehen kommen. Wobei halt das schon ziemlich uns nach hinten zieht. Dann gebe ich lieber nochmal Schub, so ungefähr 150 Yards und dann lassen wir den HST den Rest gehen machen. Aber zeitlich passt das wunderbar. Oder vielleicht bist du auch für linke Seite, das kann natürlich auch sein. Glaube ich mittlerweile schon eher. Ach Gott, das hier quietscht. Ja, der fährt falsch rum. Beziehungsweise sie kennen dich doch. Sind verkehrt rum. Das ist doch, das sieht ungesund nah aus wieder. Dann wollen wir mal einen Bremsvorgang einleiten. Nehmen wir runter vom Pegel, vom Leistungsregler. Dann lassen wir den HST für uns arbeiten, hauptsächlich. Warten wir bis. Oh Gott, okay, dann sehen wir uns um 10.15 Uhr wieder. Stellen Sie den Richtungswender auf rückwärts und fahren Sie nach Old Oak Common. An einem Ort einhalten, Zug Instandhaltungsanlage. Lösen wir die Remsen, so rum. Dann drehen wir uns mal hier. Hoppala. Und fahren rückwärts. Mal aus einer anderen Perspektive. Muss ja nicht immer dasselbe sein. Müssen halten, okay, da irgendwo hinten. Wir werden meinen Hund noch sehen, genauer sehen.
auch was, muss ich ja schon sagen, ne? So, vermutlich müssen wir am Ende halten, oder auch nicht. Wir müssen nur ganz reinfahren, scheinbar. Schon, ja, hier, Zuginstand halt zur Seite. Macht natürlich Sinn, dass wir dann drin halten. Wir halten scheinbar in der Mitte. Oh, what? Ja, wir lassen den Zug wieder bremsen, das ist doch gar keine Frage. Aber wir lassen das Gewicht des Zuges wieder bremsen. Noch eigentlich ein ziemliches Stück, dass wir hier reinfahren, aber oh oh. Aber gut. Einfach ganz ein bisschen durch, ein bisschen rein. Wir müssen damit ganz durch reinfahren, ne? Oder auch nicht? Hat sogar schon gereicht, okay. Automatische Bremse. Nee, anwenden. Andersrum. Wir müssen auf 4 Bar. Dann. Ups. Richtungswende neutral und aus. Danke. Das Ganze hier auch auf. Aus. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei diesem unüblichen Einsatz heute. Gar kein Problem. Achievement GVE Peak Performance. Und es gibt Goldmedaillen, aber Medaillen allgemein. Level 28, Level 7 in Great Western Express in der Class 66 DBS. Level 4, wir haben eine schon 21 benötigt. 37,34 Meilen haben zurückgelegt und 7768 Erfahrungspunkte bekommen und eine Goldmedaille. Ich hoffe, euch hat das letzte Szenario gefallen und im nächsten Video von Great Western Express fahren wir dann per Zufallsgenerator ein.
Fahrplanmodus-Szenario. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.